Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eladon, zu meinem ersten Switch-Let's Play, zu meinem ersten Nintendo Switch-Let's Play, Minecraft Story Mode mit dem Zwergenfürst, der erste Part hier auf der Switch. Ich bin ganz angespannt, ich will wirklich keine Fehler machen. Sieht das alles gut aus? Ich habe die Kamera gut eingestellt. Ich hoffe, es sieht alles spitze aus. Hui! Der erste Part auf der Switch als Aufnahme. Verzeiht es mir, wenn noch das ein oder andere etwas schräg oder schief aussieht. Es ist absolutes Neuland für mich. Ja, Minecraft Story Mode, den wollte ich als erstes Projekt auf der Switch bringen. Nun ist es weit. Part 1 wartet auf euch. Los geht's! Wir starten in den Minecraft Story Mode. Das Menü, es sieht doch spitze aus. Spielen können wir hier, Speicherdaten anschauen und die Einstellungen beobachten. Wir klicken auf Spielen und starten ein neues Spiel. Minecraft Story Mode, lange habe ich darauf gewartet, das spielen zu können. Bisher gab es das nur als PC-Spiel. Das war mir noch nicht möglich auf meinem alten Laptop, das PC-Spiel zu spielen. Nun ist es auf der Switch da und ich spiele es. Ja, nice! Die Switch bietet viele neue Möglichkeiten. Ja, auch Nintendo-Spiele, die sonst keine Nintendo-Spiele waren. Ja, loslegen wir! Spielen wir! Und da können wir gleich unseren Charakter auswählen. Den Steve, den wir spielen werden, den wir spielen wollen. Joa! Da haben wir die Wahl zwischen den dreien hier, naja, den sechsen. Aber ich werde wahrscheinlich den männlichen Charakter nehmen, so schaut's aus. Joa, der sieht doch ganz duft aus. Wäre auch ein Alleinstellungsmerkmal. Eine etwas andere Figur. Schwierig, schwierig. Ich nehme den, komm. Jeder andere nimmt den anderen Charakter, den ersten Charakter. Ich nehme den hier. Auf geht's! Start der ersten Episode der Orden des Steins. Auf geht's! Nothing built can last forever. And every legend, auf geht's! Das Spiel beginnt. Das Abenteuer beginnt. Are lost until all that remains are myths, half-truths. To put it simply, lies. And yet, in all the known universe, between here and the far lands, the legend of the Order of the Stone endures, unabridged as self-evident fact. Indeed, it is only a troubled land that has need for heroes. And ours was fortunate to have, so long ago, four heroes such as these. Gabriel, the warrior, before whose sword all combatants would tremble. Elagard, the redstone engineer, whose machines would spark an era of invention. Magnus the Rogue, who would channel his destructive creativity for the benefit of all. And Zoran, the architect, builder of worlds, and leader of the Order of the Stone. These four friends together would give so much to gain their rightful place as four heroes. Their greatest quest would take them on a dangerous journey to fight a mysterious creature known as the Ender Dragon. In the end, the Order of the Stone emerged victorious, and the dragon was defeated. Their story complete, they slipped.
away into the pages of legend. But when one story ends, another one begins. Would you rather fight 100 chicken-sized zombies or 10 zombie-sized chickens? Yeah. Just to be clear, you would. Oh, jetzt können wir entscheiden. That's easy. I'll take the little tiny little zombies. Ja, hier große Zombies. Das ist ein Entscheidungs-Adventure. Ein Click-Adventure. Wir dürfen uns entscheiden, wie das Spiel weitergeht. Jetzt haben wir wahrscheinlich schon die erste falsche Entscheidung getroffen. Ja, das ist unser Charakter. Seine Freunde. Ich hoffe, die Switch. Nee, andersrum, die Kamera kommt mit der Grafik der Switch zurecht. Und man kann es sich zumuten. Der Text ist ein bisschen klein. Die Leute lieben Schweine. Es gibt, glaube ich, keine deutsche Sprachausgabe davon. Aber ja. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen Englisch. I'm glad he's coming. I just don't want to give people one more reason to call us losers. I'm getting tired of it. Ach, wir sind keine Verlierer. We are not losers, Olivia. We lose all the time. Mach keinen Schwachsinn, Olivia. Okay, that might be true. I can't remember the last time we won anything. But if that's the case, it means wir sind keine Verlierer, niemals. All right, fine. Da macht jemand einen Creeper. Nein, es ist nur einer unserer weiteren Freunde. Und der Schwein Ruben erschreckt sich. Axel! Ich sag mal, coole Maske. Ja. Ein bisschen Freundschaft aufbauen, auch zu Axel. Die Entscheidungen müssen immer sehr schnell gehen. Und sehr plötzlich. Wir verkleiden Ruben. Nehmen mit zur Party. Ja, wenn er glücklich ist, dann ist das ja die Hauptsache. Auf geht's zum Fest, oder was? See, now he's your wingman. Stop. Hurry up and grab your stuff. We'll meet you downstairs, okay? Okay. Ja. Und da können wir uns frei bewegen. Wuhu. Okay. Das wird nicht lange so bleiben, aber wir haben zumindest die Option, ein bisschen was zu machen. Hier die Truhe zu öffnen zum Beispiel. Ach, ich muss auf den Bildschirm tippen. Was ist denn das? Die Joy-Cons helfen mir da gar nicht. Ah, hier habe ich auch irgendwas zu steuern. Kann ich hier irgendwas mit anwählen? Vielleicht ist das auch eine Möglichkeit. Ah, ja, so geht's auch. Ist viel einfacher, als wenn man auf das Display toucht. Ah, Feuerstein gefunden. So. Hier runter. Falltür verwenden. Und dann kann es mal weitergehen. Runter ins Freie, aus dem Raumhaus raus. That's everything. Let's roll. Yeah, dude. Roll. Let's go. Heard a pretty juicy rumor about the building company. Unterbrechen sie auf. It's composition. To say anything. Okay. Also, it's in two parts. Each part more exciting than the last. Spit it out, Axel. Part one. The special guest at this year's Entercon is none other than Gabriel the Warrior him freaking self. Whoa, what's part two? Part two, according to my sources, the winner of the building competition is going to get to meet him. It doesn't mean anything if we lose. Oh, ich habe wieder zu entscheiden. Haben sie für mich entschieden. Habe ich auch nichts gesagt. Eine deutsche Version, eine deutsche Sprachausgabe wäre mir lieber.
Dann verstehe ich auch, was sie sagen. Ja, naja, was so ist. Jetzt habe ich die ersten Entscheidungen wahrscheinlich schon vergeigt. Wir werden gewinnen. Wenn ich das sage, werden wir gewinnen. Und mit Ruben werden wir erst recht gewinnen. Ja, ja, Vertrauen in uns. Also, I'm hungry. To win. No, I'm with that. All right. Ja klar, ich bin immer hungrig. Und mein Charakter muss es auch sein. The point of the building competition isn't just to build something. We have to do something to get noticed by the judges. Okay then. So how do we do this? We don't just build something functional. We build something fun. After we finish the. Wir werden was Lustiges bauen. Ja, klar. Nicht unlustig immer. Was Ernsthaftes bauen? Ein Creeper willst du bauen? Ach, du mit deinen Creepern. Ein Enderman will sie bauen. Also ich finde Enderman cool. Die können wir bauen. Ja. Ja, dann ist er jetzt enttäuscht, aber ich will einen Enderman. So einen scheiß Creeper, den braucht man nicht. Tut mir leid. Tut mir leid, Exo. Und wir bauen einen Enderman. Think we've got everything we need? It wouldn't hurt to grab a little more. Let's get to grabbing then. We're so prepared. We can't. Besorgen die Materialien oder was? Bring it in. Dare to prepare. Einer für alle für einen. Oder was? Vorbereitung ist alles. Allzeit bereit. Allzeit vorbereitet. Team! Ja, auf geht's. Und wir sammeln Materialien. Uhu! Oh! Quicktime Event. B, smashen. Ja, smashen sieht anders aus. Liegestütze! Das werden wir zu Rocky oder was? Uha! Mit den Squids. Rumfeuern. Aber warum machen wir hier? Klimmzüge, Liegestützen sind das natürlich. Und wozu brauchen wir das? Blümchen abbauen. Sit-ups. Kohle. Scharfscheren. Nice. Einen Baum abbauen. Ein bisschen Holz bekommen. Ah. Mit einer Hand den Baum zerstört. Ohne Axt. Nice. Ah, hab ich's vergackt oder was? All the stuff for it, we are so ready. This year, it's going to be different. I'm not just ready to build. I'm ready. Joa. Jetzt hat's angefangen zu regnen in Strömen hier. Im Real Life. Ich hoffe, das juckt mir nicht zu sehr. Leather jackets and everything. So cool. Well. If it isn't the order of the losers. Great. The fail squad's here. Der Orden der Steins, nicht der Orden der Verlierer. Verdammt. Name, please. Axel. And how do you do? Wir brauchen einen Namen. Unseren Teamnamen. Den müssen wir nicht mal aussuchen. Joa. Wir sind der Orden des Schweins. Wir sind der Orden der Ender. Der Orden des Schweins. Ja, wir haben Ruben. Order of the Pig. Naja, also auf Deutsch klang das anders und besser. Klang so ähnlich wie der Orden des Schweins. Des Steins. Orden des Schwein klingt so ähnlich wie Orden des Steins. Joa, wieder Umschauphase. Können wir uns die Sache hier holen? Kiste öffnen? Geht es oder geht es nicht? Ich bin mit der Steuerung noch nicht ganz vertraut. Ich könnte es vielleicht sehen. Okay, so geht das. Truhe öffnen. Ansehen. Ah, okay.
Was no? ist da wohl drin? Nix. Hier gibt's nichts zu sehen. Eine Fackel. Eine Fackel, können wir die mitnehmen? Können wir die anfassen? Ansehen. Ach so, das ist irgendwas anderes. Das Schild. Stand like Nummer 4. Aha. Schauen wir jetzt an allen Ständen vorbei. Wie schaut's aus? Das ist Stand Nummer 5. Schauen wir es an. Ach, das ist unser Stand. Wir haben Stand Nummer 5. Und sind direkt neben den Verrückten dort. Ein Lichtfeuer. Wir haben noch keine Materialien. Oh, doch, haben wir gesammelt. Keine Angst, das schaffen wir. Wir besiegen die. Wir haben ein Maskottchen, genau. Wir haben ein Enderschwein. Der Orden des Schweins. Nicht der Orden der Verlierer. Ich muss es nochmal betonen. Der Orden des Schweins. Not all of you. Endercon doesn't allow outside food or drink. I'm talking about your pig. Lass ihn in Ruhe. You really shouldn't mess with mein Schwein in Ruhe lassen. Besides, wenn das eine ist, dann bin ich das. Stop wasting your time, Aiden. We've got work to do. Oh, den kenne ich doch. Den werden wir noch kennenlernen im Spiel. Hey, Petra. Petra, die werden wir jetzt kennenlernen. Hey Petra, I forgot to thank you for that Nether Star. Hey Lucas, not a problem. Lucas und Petra. For the right price, nice. I'll help anyone. If you need anything, you know where to find me. None of us know where to find you. Exactly. Ja, sie macht auch mit. If you're cool with Petra, Lucas ist bei den Gegnern. So why don't we just forget about all this and, you know. Ja, möge das beste Team gewinnen, sage ich doch. Was ist das Motto? Meine Damen und Herren, willkommen zu Endercon und so weiter. Ja, so kann man das. Meine Damen und Herren, hier ist Team Schwein. Werde den Gabriel sehen. Ocelots. Wir brauchen einen Handshake. Der Erbauerfaustschlag, den Greifer, Redstone Rap, die Kriegerkralle, komm, das klingt doch interessant. Wow, ja, Rap, das klingt ja noch besser. And just like that. I'm nervous again. Don't like that. We can do this. Sie wird, niemand wird sich dran erinnern. Okay, ja. Ist wieder vergessen. Verdammt. Oh, das Schwein macht mit. Rümel macht mit. Das große Bauen beginnt. Holla. B drücken. B weiter spammen. Der Schwachkopf soll aufhören zu labern. So, weiter bauen. Den Enderdrachen zu Ende führen. Nein, ist kein Enderdrache, ist ein Enderman. Sorry. Ja. Die scheinen noch nicht so weit zu sein. Na. Der Moment der Wahrheit. Werden wir gewinnen. Ein Feuerwerk. So, das ist die Jury. Schaut uns an. Da gucken die. Neben. Nein! Nicht das Schwein! Ruben! Verdammt! Der Schwachkopf hat das Schwein erschreckt.
Komm, wir werden Ruben finden. Auf geht's. Wir retten ihn gemeinsam. Na kommt. Leute, stellt euch nicht so an. Hinterher. Dann kommt auch noch hinterher. Nice. Deine Freunde sind mit dir mitgekommen. Oh nein. Allein gelassen. Oh nein, da können sie es sabotieren. Aber wir müssen Ruben retten. Ruben retten. Ja, genau. Ruben retten. Oder Ruben retten. Ja. Wie man es halt versprechen will. Wir teilen uns auf. Oha. Vielleicht nicht die beste Idee. Es wird nämlich Nacht. Und so viel, wie ich von Minecraft weiß, weiß ich, dass nachts vielleicht nicht die beste Möglichkeit ist, unterwegs zu sein. Ah, mit R können wir Ruben rufen. Ah. Okay, oder auch nicht. Just oink if you can hear me. Ah, mit diesem R. Na, die Tastatur noch finden. Das dauert noch ein bisschen, bis ich das herausfinde, wie man richtig spielt. Und das richtig steuert. Die Fußspuren folgen. Wo geht's weiter lang? Ruben, I don't want to be out here in the dark. Ruben, wo bist du? Komm zu Daddy. Da unten ist noch etwas. Hufspuren. Untersuchen. Gehen wir hin. Na. Da muss er lang gelaufen sein. Die stammen von einem Schwein. Auf jeden Fall ist er da lang. Oh, ein Karottchen. Können wir es aufheben? Jo. Damit können wir bestimmt Ruben herlocken. So, Ruben, wo bist du? Ruben. Ruben? Ruben, come here, boy. I hear some pigs. Sag einmal piep. Ruben, piep einmal. Marco. Ruben, genau, Marco. Polo. Marco, Polo. Das Schwein wird bestimmt antworten. Ruben, komm zu Daddy. Ruben, wo bist du? Ist was auf dem Boden. Hufspuren. Ja gut, es kann auch jedes der anderen Schweine sein. Welches ist von Ruben? Stupid pigs. Blöde Schweine stehen hier einfach im Weg. Könnt ihr mir sagen, wo Ruben hin ist? Schwein, sag du es mir. Ruben! No, not you, the pigs. Nein, das sind keine Rubens. Der würde sich bestimmt anders verhalten. Ja. Ruben, where are you, buddy? Ja, wo bist du, Kumpel? Komm zu Daddy. Des Nachts hier unterwegs zu sein, ist nicht gerade ungefährlich. Und wir machen das nur wegen dir, Ruben. Ja. Schwellendes Kostüm. Das ist ein Hinweis. Wenn dein Kostüm liegt. Ruben, oh no, you in there, buddy? Hoffentlich nicht. Oh, geez, please don't be toasted, Ruben. Ein gerösteter Ruben. Spanferkel. Austreten hier den Rauch, damit nicht noch ein Feuer kommt. Da fällt man nämlich sehr gut auf. Joa. Das war er doch bitte nicht, oder? Ruben! Ruben! Komm zu Daddy! Das müssen wir flüstern. Damit wir nicht auffallen. Ziemlich dunkel hier, nicht wahr? Verdammt, ein schwarzes Loch. Schauen wir es uns an. Oh, eine Spinne! Ich hoffe, ihr habt keine Arachnophobie. Ruben, wo bist du? Ruben, is that you? Komm zu Daddy. Durch die Höhle durch. Wo mag der nur sein? Wo mag das Schwein hingegangen sein? Da raschelt was im Gebüsch. Entweder ist das Ruben,
oder ein fieses Monster. Hohes Gras. Ein wildes Pokémon. Wo der Kampf beginnt. Ein verängstigter Schwein. Ein verängstigter Ruben. Ja, nice. Gefunden, oder was? Eine Karotte für Ruben. Haben wir auf dem Weg mitgenommen. Sehr gut. Verschwinden wir von hier. Schnell weg hier, bevor die Monster kommen. Ich weiß doch, dass Monster kommen. Es ist Nacht in Minecraft. Und da kommen sie auch schon, wie angekündigt. Zombies! Lauf, Schweinchen, lauf! Lauf, Ruben! Ach, wir haben es nicht geschafft. Da kommt ein Creeper. So ungefähr. Nein, ein Skelett. Werden wir jetzt alle kennen. Ausweichen. Habe ich gut gemacht. Quick-Time-Events scheinen mein Fall zu sein. Zombies. Zombie, Zombie. Oh, ich habe ein Schwert. Zack, 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 zack. Zurück mit dir. Und angreifen. Zack, zack. Zombie besiegen. Nix da. Du wirst mein Schwein nicht angreifen. Dies ist mein Schwein. Gehört mir. Kommen die jetzt von allen Seiten, oder was? Verdammt. Kommt mir nicht zu nah. Kommt Ruben nicht zu nah. Weg da. Zack, zack. Weg mit euch. Verschwindet und kommt nie wieder. Zack. Bats. Den nächsten. Bats. Wir schaffen das. Oha, mein Schwert. So ein verdammtes Holzschwert. Und wusste ich doch, dass das nicht viel bringt. Die kommen näher, die Zombies. Und noch eine Spinne, verdammt. Wir werden hier sterben. Ah, komm, lege sie ab. War vielleicht der Fehler, aber... Die Fehler meines Lebens. Renn weg, Ruben. Au. Ich bin umzingelt. Verdammt. Nein. Ah. Mist. Na, komm. Quick-Time-Event. Meister der Quick-Time-Events. Ah, komm. Weg mit dir. Ich habe keine Waffen. Lass mich in Frieden. Kann nicht mal Tag werden. Oh. Sie hat mich gerettet. Schnell verschwinden hier. Ruben, wir sollten Ruben nicht verlieren. Wo ist es hin? Wo ist das Schwein hin? Schwein! Schwein, 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 Schwein! Wir kennen diesen Film. Aus dem Zitat, das ist ein sehr alter Film. Schwein! Schwein, 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 Schwein! Kleiner Tipp, Babe. Ja, alte Filme. Der Wahnsinn. Ein netter Kopf. Ja. Nur mal so als Vorwarnung für die Leute, die das Spiel nicht kennen. Das wird ja zu größtenteils aus solchen Dialogen gehen. Besteht aus solchen Entscheidungsdialogen. Da müssen wir öfters mal entscheiden, was wir machen sollen und was wir machen wollen. Und so entscheidet sich dann das Spiel. Es verläuft immer anders. Wenn du eine andere Entscheidung machst, verläuft das dann anders. Wenn wir jetzt zum Beispiel Ruben nicht weglaufen lassen haben hätten, sondern ihn beschützt hätten, ja, wer weiß, was dann passiert wäre. Das finde ich auch irgendwie spannend. Na komm, ich bin dabei. Ich komme jetzt zu. Ich kenne sie zwar noch nicht lang, aber komm, wir kommen mit ihr. Aber wir müssen Ruben retten. Wo ist Ruben? Nicht Ruben aus dem Kopf vergessen. Wir brauchen den Ruben. Was macht ihr denn hier? Wollte das Schwein jetzt
in den Wind schreiben. Describe what you need. Oh, okay, thanks. Hey, is all ich will zum Schreien. No, habe ich das jetzt verloren? Habe ich mein Schwein jetzt verloren? Oh, das wäre traurig. Das wäre schade. Jetzt habe ich was zum Craften. Ich weiß nicht, wie man craftet. Was soll ich tun? Noch ein Stick dazwischen oder was? It's like this is your first time crafting or something. Yep, das ist mein erstes Mal. Ich weiß. Put the stick at the bottom. Es ergibt keinen Sinn. And the two stones above it. Ach so, Steine da drüber. Craft ich mir ein Schwert oder was? Ja, sorry, ich habe noch null Erfahrung mit Minecraft. Nice, ein Schwert. So craftet man ein Schwert. Merken. See? Isn't it better when you make it yourself? Wird mir aber hier auch gesagt, hat es schon gesagt, Stock dahin und Steine dorthin, Schweine dorthin, ein Schweineschwert. So. Check it out. Okay. Die Endercon, wir haben nicht die Endercon interessiert uns. Ein Schwein interessiert uns. Leuchtfeuer sieht nett aus. Ist sehr gut, mein Lieber. Und ich will jetzt noch ein Schwein finden. Das Schwein, ich weiß. Ja, muss ich doch so sagen. Die sind meine Freunde, Olivia und Exe. Die müssen wir schon. Remember what Endercon was like before it was cool? Remember what we were like before we were cool? Aber wo ist das Schwein? Wo ist, ich habe schon Edgar dazu gesagt, ja. Kalotifiziert. Ruben heißt das Ding. Oha, jetzt sind wir umzingelt. Kommt Ruben uns etwa helfen? Kommt uns retten? Oder haben wir das Schwein jetzt abgeschrieben? Well, das wäre traurig. So will ich nicht. So soll das nicht verlaufen. Komm, springen wir. Kämpfen ist wahnsinnig. Ich weiß ja noch nicht, wie das geht. Das Schwein ist nicht mehr mit dabei. Verdammt. Wo ist das Schwein hin? Wo ist Ruben hin? Haben wir es jetzt sterben lassen? Naja, Minecraft Story Mode beginnt. Haben wir den falschen Weg gemacht. Haben wir das Schwein verloren. Schaut ganz so aus. Mist. Aber wir leben noch. Hühner. Was? Und da beginnt das Intro. Wir fallen. Hoffentlich landen wir sanft im Wasser und nicht hart auf einem Stein. Ja. Wir sind sanft im Wasser gelandet. Mal schauen, wie es weitergeht hier. Wie wir hier noch vorankommen. Ob wir Ruben wiedersehen werden. Mal schauen, was das Spiel uns bereithält. Zurück auf den Endercon. Ja, so schaut's aus. Sie redet und ich denke, oder was? Okay, ich halte den Mund ausnahmsweise mal. Ach so, ich soll der Wütende sein, ich soll den Wütenden spielen und sie spricht. Petra ist bei mir. Sollte doch den Mund halten. Wir haben nicht gefunden. Jetzt erzählen wir die Geschichte. Ist Ruben tot?
just drawn by the sound of Jesse's. Keiner hat ihn gefunden. Verdammt, das sieht schlecht aus. Oh nein, er ist nicht Spinnenfutter geworden, oder? Verdammt. The saddest of the sad sacks? Nächstes Jahr gewinnen wir. We'll get him next year. I don't know, Jesse. The spirit is willing, but the flesh is sad. Hey, ist das Schwein jetzt tot, oder was? Then, succeed later than originally planned. Wie schaut's aus? Ich hab's nicht ganz lesen können. Jesse, wie schaut's aus? Das Schwein? Thing. Oh, right, the thing. Subtle. Yeah. As a punch to the face. Oh, sie beflirten mit mir, oder was? Wir beide. Hm. Ist Kartenstand oder was? Eine dunkle Gasse. Sieht aus nach einem Cliffhanger. Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu für meinen Kanal setzt habt und ja kein weiteres Video mit dem Zwangfest verpassen wollt. Im nächsten Part geht's weiter. Gehabt euch wohl, Hautarne. Ciao, ciao.